Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch über die Neuerscheinungen im Monat Mai sprechen. Im Mai kommen wieder so, so viele wundervolle Titel raus. Der eine interessiert mich natürlich ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber ich möchte sie euch natürlich alle vorstellen. Und den Anfang macht die liebe Sarah Sachs am 1. Mai direkt. One Stolen Night. Knisternde New Adult Romance. Ich habe mir natürlich wieder alles gescreenshottet, damit ich euch alles präsentieren kann. Ja, von Sarah habe ich tatsächlich noch nichts gelesen, aber als ich den Klappentext mir durchgelesen habe, fand ich das doch sehr ansprechend. Deshalb habe ich es mit auf die Liste gemacht, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das einigen von euch sehr gut gefallen wird. Cecils schlimmster Albtraum wird wahr. Nachts steht plötzlich ein fremder Typ in ihrem Bad. Dass Trevor sie nicht ausrauben will, bringt sie aus dem Konzept, genau wie seine blassen Augen. Ohne es zu wollen, laufen sich die beiden immer wieder über den Weg und es knistert immer heftiger zwischen ihnen. Was Cecile nicht ahnt, Trevor ist zwar nicht aus kriminellen Absichten in ihrer Wohnung gelandet, aber sein Bruder sitzt hinter Gittern und dessen Tat ist eng mit Cecils Leben verknüpft. Dann einen Tag später, am 2. Mai, erscheint ein Buch, das ich jetzt schon sehr, sehr oft auf BookTok gesehen habe. Und ihr wisst ja, dass ich, was das Thema TikTok-Hypes angeht, nicht immer ganz so begeistert bin. Aber das Buch klingt auf jeden Fall sehr spannend und das Cover sieht auch richtig, richtig schön aus. Ich spreche von Violet, Maid of Thorns. Dem Schicksal zu trotzen hat seinen Preis. Ja, es gibt es natürlich auch in der ersten Auflage wieder mit exklusivem Farbschnitt. Irgendwie ist das bei, ich sag mal jetzt, 70% der Bücher aktuell so, habe ich zumindest das Gefühl. Aber der Buchschnitt sieht auch sehr, sehr hübsch aus, von daher, ja, sei es ihnen verziehen. Aber worum geht es im Buch? Violet ist Prophetin und Lügnerin, die den königlichen Hof mit ihren raffiniert formulierten und nicht immer zutreffenden Weissagungen beeinflusst. Ehrlichkeit ist für Verlierer, die den gar nicht so märchenhaften Prinzen Cyrus, der Violet ihres offiziellen Postens berauben will, sobald er am Ende des Sommers den Thron besteigt. Außer Violet unternimmt etwas dagegen. Doch als der König sie bittet, für einen bevorstehenden Ball Prophezeiungen bezüglich Cyrus' Liebesleben zu fälschen, erweckt Violet einen gefürchteten Fluch zum Leben, der das Königreich entweder verdammen oder erlösen wird, je nachdem, für welche Braut sich der Prinz entscheidet. Auch Violet steht vor einer Wahl, entweder die Gelegenheit nutzen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, egal was es kostet, oder der wachsenden Anziehung zwischen ihr und Cyrus nachgeben. Violets scharfer Verstand mag sie bisher am intriganten Hof geschützt haben, doch auch er kann ihr Schicksal nicht ändern. Und während die Grenze zwischen Hass und Liebe bei Cyrus und ihr immer weiter verschwimmt, muss Violet ein teuflisches Netz der Täuschungen entwirren, um sich selbst und das Königreich zu retten oder für immer zu verdammen. Was ein langer Klappentext, aber er klingt sehr, sehr ansprechend. Das nächste Buch auf meiner Liste durfte, wie ihr es vielleicht in meinem Neuzugänge-Video gesehen habt, bereits bei mir einziehen. Der Verlag war da bei den Rezensionsexemplaren dieses Mal sehr, sehr schnell. Ich habe es gefühlt jetzt, ja, anderthalb Wochen vor Release schon erhalten. Ich spreche nämlich von Chain of Thorns und das soll eigentlich erst am 3. Mai auf den Markt kommen. Das ist der letzte Band der Die letzten Stunden-Reihe. Ich weiß nicht genau, wie die Reihe heißt. Das wusste ich beim letzten Mal schon nicht. Ich habe es auch leider nicht recherchiert. Aber ich bin sowas von gespannt, wie die Reihe ausgeht. Ich habe auch nur Positives bisher über die Reihe gehört. Aber ich meine, es ist das Schattenjäger-Universum, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Das ist einfach ein, ja, absolutes Lese-Highlight. Die Schattenjägerin Cordelia Carstairs ist aus dem edwardianischen London nach Paris geflohen. Zu sehr schmerzt sie die unglückliche Scheinehe mit ihrer großen Liebe James Herondale und nun sucht sie vergessen, ausgerechnet mit James' bestem Freund an ihrer Seite. Doch unheilvolle Nachrichten treiben die beiden zurück, während alte Feinde sich zusammentun und ein mächtiger Höllendämon nach der Macht greift. Hat sich Cordelias Freundeskreis durch Intrigen und Geheimnisse entzweit. Dabei werden sie die Welt der Schattenjäger nur gemeinsam gegen das Böse verteidigen können oder in einem letzten großen Kampf alles verlieren. Am 2. Mai ebenfalls, ich habe es aus Versehen gerade übersprungen, erscheint In jedem Atemzug nur du von Jennifer Wiley, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Es ist der erste Band der Lullaby University. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr süß. Und ich habe tatsächlich auch noch gar nicht so viel über das Buch gehört. Ich habe es nur beim Zusammenstellen gesehen, also das Cover, und dachte, oh,
das sieht hübsch aus, das sieht aus wie ein schöner New Adult Roman. Im ersten Moment dachte ich tatsächlich, es ist ein neuer Roman von Brittany C. Cherry, weil es wirklich von der Aufmachung her ähnlich aussieht. Aber nein, es ist von Jennifer Wiley. Ich muss mir den Namen einfach mal merken. Ein geheimer Wunsch führt Hazel in die Lullaby University, am wunderschönen Modoc National Forest in Kalifornien und zum charismatischen Louis. Mit dem Studienbeginn an der Lullaby University wird für Hazel ein Traum wahr. Nach ihrer Lungentransplantation hat sie sich gezielt dort beworben. Und nicht nur, weil es eine Top-Uni für ihr Wunschfach Umweltwissenschaften ist. Über den für sie wichtigsten Grund, warum sie an der Lullaby University ist, spricht sie mit niemandem, bis sie Louis kennenlernt. Seine ruhige, verlässliche Art beeindruckt sie so sehr, dass sie sich ihm anvertraut. Louis verspricht, sie zu unterstützen. Doch auch er trägt eine Last, von der sie nichts ahnt. Beide kommen sich näher und näher, bis sie eine Entdeckung macht, die sie auseinanderreißt. Dann kommt ein Buch, das ich gerade heute Morgen angefragt habe. Jade City, Familie ist Pflicht. Da kam nämlich heute Morgen eine E-Mail vom Verlag an uns Blogger, ob wir da Interesse dran hätten, das zu lesen. Und natürlich, ich habe es ja nicht umsonst auf meine Liste hier gesetzt, habe ich zugesagt. Und der Klappentext liest sich auch richtig, richtig gut. Hier steht noch dabei, eine preisgekrönte Mafia-Fantasy mit generationsübergreifenden Blutfäden, brutaler Politik, Magie und Kung-Fu. Also das ist für mich eine komplett bunte Mischung. Ob die so zusammenpasst, wie ich mir das zusammenreime, werden wir sehen. Erscheint übrigens auch am 2. Mai. Irgendwie ist Cassandra Clare zu weit nach oben gerutscht. Aber ja, erscheint am 2. Mai und darum geht es. Seit Jahrhunderten ist die magische Jade das Lebensexfer der Insel Kekon. Ihretwegen wird gekämpft, gestohlen und gemordet, denn sie verleiht dem ehrenhaften Grünblutkrieger ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Doch nun ist eine mächtige Droge aufgetaucht, die es auch Fremden ermöglicht, die Jade zu nutzen. Diese neue Bedrohung für Kekon lässt die alte Blutfehde zwischen den rivalisierenden Familien Cole und Ide eskalieren. Wem wird es gelingen, den Jademarkt zu beherrschen und die Bezirke unter seinen Schutz zu verteidigen? Der Ausgang des Clankriegs wird über das Schicksal von ganz Kekon bestimmen. Klingt für mich jetzt wirklich im ersten Moment so ein bisschen wie Welch grausame Gnade. Das hat mir ja nicht so gut gefallen, weil es viel zu viel um Politik oder um die Politik der Stadt ging. Aber der Rest klingt für mich sehr, sehr ansprechend und ich bin gespannt. So, springen wir jetzt auf den 11. Mai. Da erscheint nämlich ein Buch, das ich auch ganz sehnsüchtig erwarte, nämlich der neue Roman von Jennifer Lynn Barnes. Den Namen kennt ihr vielleicht von den Inheritance Games. Da war ich ja vom dritten Band ein bisschen enttäuscht, aber der neue Roman ist auch, ich würde sagen, ein bisschen anderes Genre. Es geht in die Thriller-Richtung. Er heißt nämlich Cold Case Academy, ein mörderisches Spiel. Hier hieß es ja auch irgendwas mit Spiel. Ich habe leider die Brille nicht an und kann es nicht lesen. Aber bei den Inheritance Games ging es ja auch um Spiele. Also die Jennifer, die spielt wohl gerne. Der Auftakt der fesselnden Thriller-Reihe der Bestseller-Autorin der Inheritance Games, da steht es auch nochmal. Die Cold Case Academy Band 1. Die 17-jährige Cassie kann andere Menschen lesen wie ein Buch. Absolut nichts und... Die 17-jährige Cassie kann andere Menschen lesen wie ein Buch. Absolut nichts bleibt ihr verborgen. Als eines Tages ein mysteriöser junger Mann bei ihr auftaucht, behauptet beim FBI zu sein und sie zu einem Gespräch einlädt, hält sie das zunächst für einen schlechten Scherz. Aber die besondere Begabung hat sie zur Anwärterin für einen Platz in der Cold Case Academy gemacht. Und so findet sich Cassie kurz darauf in einem Elite-Ausbildungsprogramm für junge Profiler wieder. Unter lauter ähnlich Hochbegabten, wie sie selbst eine ist. Doch dann stoßen sie und ihr Team auf Geheimnisse aus der Vergangenheit, die sie alle in tödliche Gefahr bringen. Klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Bleiben wir beim 11. Mai und bei einem Autor, von dem ich auch bereits zwei Bücher im Regal stehen habe. Und das ist T.J. Klune. Die unerhörte Reise der Familie Lawson heißt der neue Roman. Und ja, wenn ihr euch das Cover anschaut, werdet ihr feststellen, dass es wieder so aussieht, in der Art, wie seine anderen Cover. Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte und das unglaubliche Leben des Wallace Bryce. So, die beiden sind vom gleichen Coverdesigner wie das neue Buch, beziehungsweise das neue Buchcover wurde vom gleichen Designer
erstellt wie die anderen beiden Cover und deshalb werden die wahrscheinlich in der Reihe nebeneinander sehr, sehr gut aussehen. Ja, aber um was geht es? In einem Baumhaus hoch oben in den Wipfeln des idyllischen Hains lebt Familie Lawson. Vater Giovanni Lawson ist ein Roboter, sein Sohn Victor Lawson ein Mensch. Mit ihnen wohnen dort noch ein Pflegeroboter mit einem leichten Hang zum Sadismus und ein schüchterner kleiner Staubsauger. Eines Tages entdeckt Vic einen beschädigten Androiden namens Thorn oder Tom. Nein, ich glaube, es heißt Tom. Tom im Wald und repariert ihn. Dann wird Giovanni von seiner Vergangenheit eingeholt und in die Stadt der elektrischen Träume verschleppt, wo er neu programmiert werden soll. Gemeinsam mit seiner Patchwork-Familie begibt sich Victor auf die gefährliche Reise, um Giovanni zu retten. Und inmitten widersprüchlicher Gefühle von Verrat und Zuneigung zu Tom muss Victor für sich selbst entscheiden, kann er eine Liebe mit Bedingungen akzeptieren. Klingt auf jeden Fall so verrückt, dass ich es lesen muss. Machen wir weiter und kommen wir zum 19. Mai. Da erscheint Kingdom of Silk. Das ist der Reihenauftakt, denke ich mal. Steht jetzt auch hier nichts dabei. Doch, Buch 1 von 2, der Lost Kingdom Saga. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin ja alles, was so mit Königen und Königreichen zu tun hat, immer sehr, sehr empfänglich. Außerdem sieht das Cover einfach nur wunderschön aus. Und darum geht es. Als Crystal nach dem Fund des Amuletts an den Hof des Königs geladen wird, glaubt sie, ihr Leben sei perfekt. Doch hinter der glänzenden Fassade ihres neuen Zuhauses verbirgt sich ein düsteres Geheimnis. Crystal findet sich mitten in einem verwickelten Spiel um die Macht der alten Magie wieder. Sogar der Hauptmann der Königsgarde zeigt ein besonderes Interesse an ihr. Wird er ihr helfen, Antworten zu finden oder verfolgt er nur seine eigenen Ziele? 4 Tage später erscheint ein weiterer Reihenauftakt, der mindestens genauso ja, mystisch, fantastisch, königlich klingt. King of Battle and Blood. Und das Cover ist auch einfach wieder ein Träumchen. Ich liebe es sehr, sehr, sehr. Und das Buch steht auch schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste. Beziehungsweise seit es released wurde oder angekündigt wurde, steht es auf meiner Wunschliste. Ich habe von der Autorin Scarlett St. Clair noch nichts gelesen. Eine Freundin hat tatsächlich die vorige Reihe von ihr jetzt abgebrochen nach den ersten 100 Seiten. Ich weiß nicht genau, weil es gar nicht ihr Stil oder ihr Geschmack war. Aber ich lasse mich überraschen. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend für mich. Sie soll ihn hassen, hintergehen, töten und sich auf keinen Fall in ihn verlieben. Um das Königreich ihres Vaters zu retten, soll Prinzessin Isolde von Lara den mächtigen Vampirkönig Adrian Alexander Wassilew heiraten und töten. Doch in ihrer neuen Heimat angekommen, merkt sie schnell, dass nichts, was sie über Adrian und sein Volk zu wissen glaubt, wahr ist, so sehr sie sich auch dagegen wehrt. Die Anziehungskraft zu Adrian ist unabwendbar. Die Gefühle, die er in ihr auslöst, hat sie noch nie für jemanden empfunden. Aber sie darf sich auf keinen Fall in ihn verlieben und so ihre Mission aus den Augen verlieren. Sie muss ihn töten und sein gesamtes Reich in die Knie zwingen. Bei dem nächsten Buch dachte ich anhand des Titels, nee, das wirst du auf keinen Fall lesen wollen. Das heißt nämlich Be My Heartbeat. Und da dachte ich schon, oh, es geht wahrscheinlich wieder um irgendeinen Musiker oder irgendeinen Rockstar oder irgendeine Groupie-Geschichte. Aber nein, es geht um ein komplett anderes Thema und deshalb hat es das Buch auch auf die Liste geschafft. Es geht nämlich um Amy. Amy ist krank, todkrank. Doch sie ist felsenfest entschlossen, sich von ihrer Krankheit nicht aufhalten zu lassen und das Leben zu genießen. Bei einer Sitzung im Tattoo-Studio trifft sie prompt auf den attraktiven Nathan. Amy fallen 1000 Gründe ein, wieso sie sich von ihm fernhalten sollte. Aber so sehr sie ihn auch zu vergessen versucht, es will ihr einfach nicht gelingen. Nathan lädt sie zu einer Studentenparty ein, nimmt sie mit zum Surfen und verwandelt ihr Krankenhauszimmer in eine Strandbar. Noch nie hat Amy sich so lebendig gefühlt und sie ist bereit für Nathan und um ihr Leben zu kämpfen, damit alles zu riskieren. Also, nichts mit Rockstars. Das ist übrigens auch der Reihenauftakt zu einer dreiteiligen Reihe. Auf das nächste Buch freue ich mich schon seit ich auf der Welt bin gefühlt. Es ist der dritte und finale Band einer Reihe, die ich abgöttisch liebe, nämlich von der Knights-Reihe von Lena Kiefer. Und ich bin, wie ich sehe, gerade sehr schön farblich dazu angezogen. Es war leider keine Absicht, es ist Zufall, aber ich passe gerade perfekt zum dritten Cover von Knights. Es geht ja um die
Ritter der Tafelrunde und das ist sowieso ein Thema, das mich sehr, sehr interessiert und Lenas Schreibstil ist sowieso immer à la minute. Ich liebe ihn und deshalb hat es mich auch sehr getroffen, als es kurz vor Dezember hieß, ja, das Buch kann im Dezember nicht rauskommen, wir müssen es verschieben in den Mai. Sad story, aber wir haben endlich Mai, fast, und jetzt wird es endlich erscheinen. Wer Band 1 bis 2 noch nicht gelesen hat, 1 und 2 noch nicht gelesen hat, der skippt bitte weiter, weil es ist, wie gesagt, der dritte Band und der Klappentext wird auch ein bisschen spoilern. Charlotte und die Knights haben ihren letzten Kampf gegen Morgana nur mit Mühe und Not überstanden und stehen vollkommen unter Schock, denn Noelle wurde von Morganas Kräften übermannt und ist spurlos verschwunden. Keiner weiß, ob er noch er selbst ist oder ob ihn die Dunkelheit bereits vollkommen vereinnahmt hat. Als Cord beschließt, Jagd auf Noelle zu machen, setzen Charlotte und Team Stanham alles daran, ihn vor den anderen zu finden. Ein erbarmungsloser Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem nicht nur Charlottes und Noels Liebe auf dem Spiel steht, sondern das Schicksal der ganzen Welt. Dann erscheint am 24. Mai beim Fischer Verlag ein Buch, das mich ein bisschen neugierig gemacht hat. Auf den ersten Blick dachte ich wirklich, es ist eine Enzyklopädie und dachte so, na, es gibst du mal weiter. Aber dann stand da Roman, dann bin ich nochmal zurückgesprungen und dachte, so, liest dir jetzt mal den Klappentext durch. Das Buch heißt nämlich Emily Wildes Enzyklopädie der Feen. Es ist kein Sachbuch, es ist wirklich ein Roman. Wenn ich dem Ganzen Glauben schenken darf, ist es auch ein Einzelband. Die Cambridge-Professorin Emily Wilde ist in vielem gut. Sie ist die führende Expertin für Feen, eine geniale Gelehrte und akribische Forscherin, die die ersten Enzyklopädie über Feenkunde verfasst. Allein mit Menschen kommt sie nicht zurecht und zieht die Gesellschaft ihrer Bücher, ihres Hundes Shadow und des Feenvolks vor. Als sie für ihre Forschung in das verschneite Dorf Gritzemück, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Ravenswick, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das taucht nicht so oft da drin auf. Ravensnick reist, hat Emily nicht vor, sich mit den ruppigen Einwohnern anzufreunden. Ebenso wenig möchte sie Zeit mit ihrem akademischen Rivalen Randall Bampley verbringen, der mit seinem unerträglichen Charme die Dorfbewohner um den Finger wickelt, sich in Emilys Arbeit einmischt und sie völlig verwirrt. Doch während Emily den Geheimnissen des verborgenen Feenvolks auf den Grund geht, kommt sie auch einem anderen Rätsel auf die Spur. Wer ist ihr Kollege Wendell Bumblebee und was will er wirklich? Um die Antwort zu ergründen, muss sie erst das größte Geheimnis von allen lüften, ihr eigenes Herz. Bei dem Titel des nächsten Buches dachte ich so erst, hä? Wie? Ist die Franzi schon fertig mit Band 3 von Acadia? Und dann dachte ich so, Acadia, die Auserwählten, das klingt so gar nicht nach der Acadia-Reihe, die ich kenne. Und dann habe ich mir das Cover angeguckt und dachte so, nee, das ist ein komplett anderes Acadia. Es wird auch mit R geschrieben, also Arcadia. Und das andere wird ja ohne R geschrieben. Acadia, die Auserwählten, eine atemberaubende Future-Fiction-Fantasy voller Action und Abenteuer. Band 1 der Acadia-Reihe. Ja, komplett anderes Genre. Es geht in die Richtung Sci-Fi, aber der Klappentext klingt auch sehr, sehr ansprechend. Ben und Emily würden beide alles geben, um im Elite-Internat Acadia aufgenommen zu werden. Emily stellt sich dafür sogar der lebensgefährlichen Aufnahmeprüfung. Sie möchte nichts lieber, als ihre besondere technische Begabung in den Dienst der Menschheit zu stellen. Und an der hochgeheimen Akademie werden die Techniken der Zukunft entwickelt. Ben hingegen schmuggelt sich unter falscher Identität dort ein, denn er hat sich von einem Technikkonzern anheuern lassen, um dort zu spionieren. Doch schon bald ereignen sich auf der abgeschiedenen Insel im Atlantik mysteriöse Vorkommnisse und beide müssen sich der Tatsache stellen, dass sich hinter den Kulissen der renommierten Schule ein ungeheures Geheimnis verbirgt. Das nächste Buch ist auch in der Buchbubble schon mega gehypt und da scharren schon alle mit den Füßen, dass es endlich erscheint. Ich spreche nämlich von Dark Sigils 2, wie die Dunkelheit befiehlt. Ja, Band 1 war ja für mich auch ein richtiges Highlight, also dieses Spiegel London hat mich richtig, richtig fasziniert. Ich habe das Buch auch beim Verlag angefragt und bin gespannt, wann es ankommt. Der Fischer Verlag ist ja oftmals etwas schneller, das heißt, ich kann es vielleicht direkt nach London schon lesen. Wenn ich aus London komme, kann ich London in der Spiegelwelt besuchen. Das wäre richtig cool.
Und vielleicht erinnert es mich auch ein bisschen an die Orte, an denen ich sein werde. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr passend und darum geht's. Es ist wie gesagt der zweite Band, also wer Band 1 noch nicht gelesen hat, einmal weiter skippen. Die Dark Sigils sind die mächtigsten Artefakte, die je geschmiedet wurden. Doch ihre Magie nimmt der Sigilträgerin Rain alles, die eigene Freiheit und noch dazu ihre Liebe zu Adam, dem Mirror Lord. In ihrer Verzweiflung sieht Rain nur eine Möglichkeit. Sie schließt sich den Rebellen an, um mit ihnen den geheimnisumwitterten achten Dark Sigil zu gelangen. Dabei muss sie sich nicht nur einem unbekannten Gegenspieler stellen, sondern auch Adam selbst, denn er kennt die Dunkelheit, die von der Welt Besitz ergreifen wird, wenn die Sigilträger sich ihrem Schicksal widersetzen. Am 26. Mai kommt ein weiterer Reihenauftakt auf den Markt, All My Golden Memories Fun Day Reihe Band 1. Von der Autorin habe ich tatsächlich noch absolut gar nichts gelesen, aber sowohl das Cover gefallen mir, der Klappentext gefällt mir, daher hat es das Buch auch auf die Liste geschafft. Und was mich besonders freut, es geht mal wieder nach New York. Ich habe schon lange nichts mehr in New York gelesen und da freue ich mich schon sehr drauf. Ein Skandal bringt sie wieder zusammen. Alice lebt mit ihrer Mutter in ihrer kleinen Angestelltenwohnung in dem alteingesessenen familiengeführten Luxushotel Fun Day in New York. Dort begegnet sie Ryan, dem Sohn des Hotelbesitzers. Die beiden wachsen zusammen auf und Ryan wird zum wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Aber dann kommt es zu einem Streit und ihre Wege trennen sich. Als das Hotel 2 Jahre später durch einen großen Skandal erschüttert wird, treffen Alice und Ryan wieder aufeinander. Schon bald kehren die Vertrautheit und Freundschaft zurück, die sie damals verbanden, und mit ihnen ein Knistern und Prickeln, das immer stärker wird. Doch können sie jemals ganz überwinden, was sie schon einmal auseinandergerissen hat? Kommen wir zum letzten Buch auf meiner Liste und da bin ich tatsächlich noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich das Debüt der Autorin nicht gut fand. Es war ja für mich ein Twilight-Abklatsch und hatte definitiv noch ein Korrektorat und Lektorat nötig, weil da so viele Rechtschreibfehler drin waren. Ich hoffe einfach, dass bei dieser Reihe da ein Auge drauf geworfen wird, dass aus Fehlern gelernt wird. Ich spreche nämlich von Where Summer Stays Festival Serie Band 1. Also Festival Serie heißt wohl die Reihe. Und da bin ich auch sehr gespannt. Es soll eine berührende New Adult Story sein. Was steht hier? Romance über die Schatten der Vergangenheit. Ja, wie ungefähr 90% der New Adult Romane. Aber wir werden sehen. Ich erzähle euch jetzt natürlich gerne, um was es geht. Wegrennen, und zwar ganz weit weg. Das ist Charlies einziger Wunsch, als sie während ihres Klassik-Radio-Praktikums auf ein riesiges Rockfestival geschickt wird. Am liebsten würde sie sich die kommenden 4 Tage einfach im Zelt verstecken, vor allem dem Lärm und den Menschenmassen, die sie so sehr überfordern. Doch dann trifft sie auf Levi mit seiner faszinierend charismatischen Art, dem Eyeliner und den unzähligen Tattoos, und plötzlich fühlt sie sich wie im freien Fall. Er macht Charlie mutig, in seiner Nähe fühlt sie sich sicher. Aber dann fallen ihr Verhaltensweisen an Levi auf, die sie nicht begreift. Er scheint ein ganz anderer Mensch zu sein, als er vorgibt. Und zurück im Alltag wendet Levi sich plötzlich von ihr ab, ohne zu wissen, dass ihr Herz in seiner Nähe immer schneller schlägt. Ja, das war das letzte Buch, das ich auf meiner Liste stehen hatte. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eins der Bücher bereits vorbestellt habt oder ob ihr eins davon lesen möchtet. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal und dass euch das Video gefallen hat. Bis dahin sage ich Tschüss.